gesetzt habe. Über zwei Nadelspitzen. Dann wird die untere Nadel herausgezogen, die untere Nadelspitze, denn ich stricke auf einer Rundstricknadel, und die Reihe wieder zurückgestrickt. Es wird immer mit rechten Maschen gestrickt. Und hier ist wieder der Anfangsfaden, der kurze. Da wird gewendet. Und wieder zurückgestrickt mit rechten Maschen. Es wird immer mit rechten Maschen gestrickt bis zum Anfangsfaden. Also hier nicht wenden, sondern zurückstricken. Die Nadel zurückziehen, die untere herausholen, mit der wird abgestrickt. Und nun geht es wieder zurück zum Anfangsfaden. Da lässt sich es immer dran orientieren. Hier liegen die Maschen noch so, dass sie besser nach hinten durch abgestrickt werden, damit sie nicht verschränkt werden. Jetzt ist der Anfangsfaden wieder hier, wird wieder gewendet und das ist dann die letzte gestrickte Reihe, die muss locker gestrickt werden. Also locker stricken, weil die abgekettet wird nachher und nicht zu fest werden soll. Wieder einen Bogen stricken, also hier am Ende der Nadel, wo kein Anfangsfaden ist, nicht zurückstricken, sondern im Bogen weiter stricken. Und diese letzte gestrickte Reihe locker stricken. Das war die letzte Reihe. Und die wird nun auf eine Nadel übertragen, damit sie gut abgekettet werden kann. Das ist die Seite mit zwei linken Rippenreihen. Die gibt den Boden oder den Bauch der Raupe. Und hier, wo die drei linken Rippen sind, das ist die Innenseite, die verschwindet nach innen. Die Maschen auf eine Nadel übertragen. Dazu müssen die Spitzen wieder parallel zueinander gelegt werden, wie beim Anschlagen. Und ich brauche eine zusätzliche Nadel. Faden verschwinden lassen. Und immer eine Masche von hinten holen, eine Masche von vorn holen. Eine Masche von hinten, eine von vorn, eine von hinten. Möglichst immer nur eine Masche, vor allem vorne freigeben, die hinteren mit dem Mittelfinger an die Nadel drücken. Dann können sie nicht wegrutschen und vorne immer eine Masche zum Abheben freigeben. Die Krähe hat auch was dazu zu sagen. So, nun sind die Maschen auf eine Nadel übertragen und werden nun abgekettet. Begonnen wird von der Seite, wo kein Faden ist, weil am Schluss ein Faden benötigt wird, der durch die letzte Masche gezogen werden muss, damit das Ganze Halt bekommt und sich nicht wieder auflöst. Und jetzt immer, sobald zwei Maschen auf der Nadel sind, abketten, das heißt, die rechts liegende Masche über die links liegende Masche ziehen. Abheben, drüber ziehen, abheben,
Überziehen. Das wird der Rücken der Raupenborte. Gleich ist er zu sehen. Die letzte Masche ziehe ich hier durch. Ziehe ich durch. Die kleine Raupenborte, das ist der Rücken, der gerade abgekettet wurde. Das ist der Bauch, auf dem die Raupe krabbelt. Kriecht, kriecht. Raupen kriechen ja, die krabbeln nicht. Die haben ja keine Beine. Das war die kleine Raupenborte. Das nächste Mal. Wieder neue Tipps und Tricks. Und jetzt? Oh, da hinten schickt ein Vogel Grüße an einen lieben Menschen.